Kühe sind sehr intelligente Tiere. Wenn man es schafft, ihnen optimale Bedingungen zu geben, dann geben sie einem eine Menge zurück. Sprich, sie leisten dann viel, sie sind gesund, sie werden alt. Und dann macht es richtig Freude, mit den Kühen zu arbeiten. Das Leben unserer Familie dreht sich seit über 300 Jahren um Milchkühe. Inzwischen haben 10 Generationen Erfahrung im Umgang mit Rindern. Mit dieser Erfahrung bauten wir unseren neuen Kuhstall. Ein Stall für die Tiere. Ein Stall, in dem wir uns auf das Wohl unserer Tiere konzentrieren. Kühe müssen leistungsgerecht gefüttert werden. Das heißt, sie müssen optimal ernährt werden, sie müssen gut gehalten werden. Die Kuh braucht viel Licht, viel Luft und ein weiches Liegebett. 14 Stunden am Tag liegt eine Kuh. Es ist unheimlich wichtig, dass sie ein weiches Bett hat, wie eine Matratze, wo die Kuh drin liegen kann und sich einfach nur wohlfühlt. Im Mittelpunkt stehen die Kühe. Darum kümmern sich unsere erfahrenen Mitarbeiter. Trotz dieser großen Anzahl an Milchkühen ist jedes Tier ein Individuum. Es hat Anspruch auf Pflege und optimale Betreuung. Nur so können wir ein ausgeprägtes Wohlbefinden aller unserer Tiere erreichen. Die meisten Futtermittel bauen wir selbst an, hier vor Ort in Rodenwalde. Wir wissen, wertvolle Milch entsteht durch überdurchschnittliche Qualität des Futters. Die Gülle der Kühe ist energiereich. Wir nutzen sie in unserer Biogasanlage und produzieren daraus Strom. Übrig bleibt ein natürlicher Dünger, der wieder auf die Felder verteilt wird. So schließt sich der Kreislauf. Durch das Arbeiten hier im Biosphärenreservat und im Trinkwasserschutzgebiet haben wir eine hohe Verantwortung, unsere natürlichen Ressourcen zu schonen und zu erhalten. Es ist uns wichtig, nachhaltig zu wirtschaften, nicht nur ökonomisch zu denken, sondern auch ökologisch und sozial zu handeln und das Tierwohl immer zu berücksichtigen. Das gelingt uns nur, weil wir uns ganz bewusst für die Tiere entschieden haben. Das Arbeiten mit den Rindern ist einfach, es ist eine Leidenschaft. Das muss man mit Herzblut machen, das kann man nicht so nebenbei und gelegentlich machen. Das muss man mit vollem Engagement machen. Wie gesagt, es muss viel Leidenschaft und Herzblut dabei sein.